Okay, also, wir haben zwei Sachen, die ich euch sagen möchte. Und die eine, ihr habt bestimmt diese netten Menschen gesehen mit diesen sehr leuchtenden, neonfarbenen Mützen, sehr kuschelig. Und mit diesen kleinen Gießkannen. Wozu sind die da? Die sind da, dass ihr sie streicheln könnt, dass ihr nett zu ihnen sein könnt. Ja, seid nett zu ihnen und tut ein bisschen Geld in die kleine Gießkanne. Denn diese Bühne, die ist irgendwie gewachsen, die wurde gegossen und da ist was rausgekommen. Das ist leider, ja, Geld. Und das brauchen wir, denn es ist ein dickes Loch in der Demokasse. Also, streichelt die Geldläufer und tut was in die Gießkanne. Dankeschön dafür. Genau, und ein Applaus, genau, auf jeden Fall. Jo. Applaus für alle genau. Spendensammler. Und dann haben wir noch eine kleine, wichtige Meldung. Eine Meldung für einen kleinen Demo-Teilnehmer, nämlich der kleine Cedric. 10 Jahre alt, ist vermisst und sucht jetzt hier irgendwie seine Eltern. Wenn ihr einen kleinen Jungen seht, der irgendwie verwirrt oder hilflos aussieht, schickt ihn hier links zum Bühneneingang, okay? Und Cedric, wenn du das hörst, komm zur Bühne und vorne links hin. Okay, das wollte ich noch sagen. Dankeschön. Was wir noch sagen, wir haben jetzt alle verstanden, warum die Milchpreise höher sein müssen. Es gibt noch ein ganz großes Thema, was uns hier alle vereint. Und das ist dieser angebliche Gegensatz zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. Jahrzehntelang wurde den Landwirten eingeredet, die Naturschützer, die wollen euch in die Arbeit pushen. Dabei müssen natürlich Landwirtschaft und Naturschutz zusammengehen. Und dass das geht, dafür haben wir jemanden heute auf der Bühne, der zeigt, wie das gehen kann. Und das ist Hubert Weiger. Zu Hubert Weiger möchte ich euch noch ein paar Worte sagen. Hubert Weiger ist Professor für Landwirtschaft, aber er ist schon von ganz, ganz Anfang mit dabei. Schon 1974 war er im Bund Naturschutz und in Bayern Landesvorstand. Und 1975 hat er den BUND mitgegründet. Man sieht hier, dieser Verein ist immer noch da, hat diese Demo auch stark mitgetragen. Und bringt vor allem durch Studien zu Antibiotika in Lebensmitteln, Müllermilch, Konzerne immer wieder in Bedrängnis und treibt die Politik nach vorne. Hubert Weiger habe ich persönlich beim BUND kennengelernt, als ich da gearbeitet habe. Und erst habe ich gedacht, na, ist er aus dem Süden, na, ob das was wird. Aber dann habe ich gemerkt, der Mann steht wirklich für die Sachen, die er macht und er bringt Dampf in die Politik. Hubert Weiger, Bühne frei. Liebe Freundinnen und Freunde einer zukunftsfähigen Landschaft und damit einer zukunftsfähigen Landwirtschaft. Es ist in der Tat ein bewegendes Bild, von hier oben nicht nur so viele Menschen zu sehen, die teilweise schon vor Mitternacht sich in Deutschland auf den Weg gemacht haben, um nach Berlin zu kommen. Das alles selbst bezahlen und irgendwann morgen früh wieder zu Hause ankommen, um dann die Arbeit wieder aufzunehmen. Es ist vor allem deshalb ein bewegendes Bild, weil allein die Fahnen, die hier gezeigt werden, dokumentieren, es ist uns als Agrarbündnis, welches vor 30 Jahren sich als ganz kleines Bündnis gebildet hat, nach Jahrzehnten Arbeit gelungen, tatsächlich ein neues gesellschaftliches Bündnis in Deutschland zu schmieden, zu schaffen, nämlich ein Bündnis von Bäuerinnen und Bauern, ökologisch und konventionell wirtschaftend, mit Natur- und Umweltschützern, mit Tierschützern, mit kirchlichen Gruppen, mit Dritte-Welt-Gruppen, mit Antigentechnik-Gruppen und mit all denjenigen, die ein Interesse an ihrem eigenen Leben haben. Und das ist toll und das muss die Politik endlich zur Kenntnis nehmen, denn wir sind das Volk und wir repräsentieren zunehmend die Mehrheit des Volkes, die es satt hat, angelogen zu werden. Denn wir haben, ob Imker oder Naturschützer, ob Bauern oder kritische Verbraucher, ob Tierschützer oder Dritte Weltgruppen eben erkannt, es geht in der Tat in Verbindung mit agrarpolitischen Fragen nicht nur um die Fragen von irgendwelchen Preisen,
von irgendwelchen Gesetzen. Es geht um die zentralen Fragen unseres Lebens. Es geht um die Frage, wie wir uns ernähren, wie wir Tiere halten, wie wir verantwortlich mit Boden, Wasser und Luft umgehen, wie wir verantwortlich gegenüber anderen Ländern uns verhalten und damit auch gegenüber kommenden Generationen. Das heißt, Nachhaltigkeit ist eine leere Hülse, wenn eine Agrarpolitik betrieben wird, die nicht nachhaltig ist, die zerstörerisch ist, die agrarindustriell ausgerichtet ist, dann soll man das Wort nachhaltig nicht in den Mund nehmen. Und wir sind hier an einem entscheidenden Ort, denn sowohl im Parlament als auch im Kanzleramt wird entschieden in diesem Jahr, wohin die Reise geht. Das Jahr 2013 ist entscheidend, denn die Europäische Union, sie plant eine Änderung der Agrarpolitik. Es geht um fast 300 Milliarden Euro, die in den nächsten Jahren wieder verteilt werden. Es geht um die Frage, wer dieses Geld wofür bekommt. Und deswegen müssen wir uns einmischen. Und wir fordern gerade das Europäische Parlament auf, seine Verantwortung für die europäische Bevölkerung ernst zu nehmen und nicht zu delegieren an die nationalen Regierungen. Das heißt konkret, die zaghaften Schritte der EU-Kommission aktiv zu unterstützen. Es darf in Zukunft nur noch Gelder geben für gemeinwohlorientierte Leistungen. Wir haben es satt, dass diejenigen am meisten Geld bekommen, welche die meiste Fläche haben und die wenigsten Menschen auf dieser Fläche beschäftigen. Das hat mit Agrarpolitik nichts zu tun. Wir haben es satt. Wir haben es in der Tat satt, dass gerade die Betriebe, welche die größten ökologischen Leistungen bringen, im härtesten Wettbewerb stehen, dass die Betriebe, welche ihre Tiere auf eigener Futtergrundlage ernähren, zunehmend in einen Wettbewerb geschickt werden, den sie nicht gewinnen können. Wir haben es satt, dass inzwischen in der Tat die Bauern für ihre Milch weniger Geld bekommen, als wir für Mineralwasser bezahlen müssen. Wir haben es satt, dass ökologische Leistungen, die wir als Steuerzahler wollen, kaum oder nur minimal honoriert werden. Und wenn irgendwo gekürzt wird, dann wird genau in diesem Bereich gekürzt. Wir haben es satt, dass in Deutschland inzwischen die Standards so weit reduziert und ausgehebelt sind, dass wir das Eldorado für die Agrarindustrie in Europa geworden sind. Die Holländer kommen zu uns, weil sie das bei uns realisieren können, was sie im eigenen Lande nicht mehr können. Das haben wir satt. Und wir haben es satt, dass der Deutsche Bauernverband noch das Wort Bauern in den Mund nimmt, nachdem er die Interessen der Agrarindustrie vertritt. Deshalb fordern wir das Europäische Parlament auf, tatsächlich Flagge zu zeigen. Flagge zu zeigen für ein Greening, welches das Wort verdient. Es muss verbindlich sein. Gelder müssen an verbindliche Standards gebunden werden. Und zwar, die höher sind als die gesetzlich vorgeschriebenen.
Und vor allem die Bauern, die die höchsten ökologischen Leistungen bringen, müssen das meiste Geld bekommen. Wir brauchen Geld. Gebunden an Arbeitsplätze. Wir wollen nicht den durchrationalisierten Betrieb noch weiter mästen, der mit einem Minimum an Menschen, Saisonarbeitern, ein Maximum an Erträgen zulasten der Natur, der Umwelt erwirtschaftet. Da müssen wir uns über die Zunahme der Arbeitslosigkeit in Europa nicht wundern, wenn wir diese perverse Politik gegen den ländlichen Raum, aber für die Agrarindustrie betreiben. Wir müssen wieder die Tierhaltung an die Fläche binden und uns nicht abhängig machen von Futtermittelimporten zulasten der Dritten Welt, zulasten der tropischen Regenwälder. Denn wir zerstören damit doppelt, wir vernichten unsere Existenzen im eigenen Lande. Wir vernichten unsere Ressourcen, gerade im deutschen Agrarland Nummer 1 in Niedersachsen. Und wir vernichten die Ressourcen dieser Erde. Und den Profit haben einige wenige zulasten von Millionen. Diese Politik haben wir satt. Deshalb ist das Europäische Parlament gefordert, Flagge zu zeigen. Und die Kanzlerin ist gefordert, nicht länger eine Agrarpolitik auf europäischer Ebene zu blockieren, welche versucht, genau diesen Zielen wenigstens teilweise zu entsprechen. Deutschland ist nicht der Vorreiter einer multifunktionalen Landwirtschaft in Europa, sondern droht das Schlusslicht zu werden aufgrund seiner Blockadepolitik, angeführt vom Deutschen Bauernverband und damit von der Fördergemeinschaft Nachhaltige Landwirtschaft, an deren Spitze Monsanto, Syngenta und die ganzen anderen Gentechnik-Agrarkonzerne stehen. Das haben wir satt. Und wir fordern den Bundestag auf, hier der Kanzlerin einen klaren Beschluss für den europäischen Gipfel zu geben, nämlich endlich eine zukunftsfähige Landwirtschaft zu unterstützen. Wir fordern den Deutschen Bundestag auf, endlich ein Baugesetzbuch auf den Weg zu bringen, welches Schluss macht mit der Privilegierung der gewerblichen Landwirtschaft im Außenbereich. Wir brauchen entsprechende Obergrenzen, die tatsächlich dem Tierschutz entsprechen und nicht den Interessen der Agrarindustrie dienen. Wir brauchen endlich eine Umsetzung wirkungsvoller Umweltauflagen. Und dann, liebe Freundinnen und Freunde, ist die Agrarindustrie beendet, wenn sie endlich die Kosten, die sie verursacht, tatsächlich auch tragen muss. Sie wird subventioniert. Nur die Subventionierung der Agrarindustrie macht sich so billig, sodass sich, und ich finde das unverschämt, sodass sich unsere bäuerlichen Betriebe rechtfertigen müssen für ihre angeblich zu hohen Erzeugerpreise, weil sie eben nicht gefördert werden. Sie haben die Auflagen, die man den anderen nicht macht, weil man von denen die entsprechenden Spenden kassiert hat. Das ist doch die brutale Wahrheit in unserem Lande. Wer das Geld gibt, bekommt es über die Subventionen zurück. Und das Wort Bäuerlichkeit wird missbraucht, um bäuerliche Strukturen zu zerstören. Und dagegen stehen wir auf. Und das haben wir satt. Diese unchristliche Verlogenheit, mit der wir konfrontiert sind. Das heißt, wir sind aber auch direkt gefordert, als Wähler in Zukunft keine Stimme mehr denjenigen zu geben, die die Axt anlegen an unsere bäuerliche Landwirtschaft und die subventionieren direkt oder indirekt mit ihrer Politik die Agrarindustrie.
Wir sind gefordert, als Konsumenten uns klarzumachen, dass wir mit unserem eigenen Einkaufsverhalten über die Zukunft der Landschaft und der Landwirtschaft Tag für Tag selbst entscheiden. Billigfleisch ist am Ende das teuerste Fleisch, denn wir bezahlen es vielfach. Und das heißt, die Geiz ist Geilmentalität. Sie ist pervers, denn sie richtet sie sich am Ende gegen uns selbst. Wir schädigen uns selbst mit dem Geiz im Bereich der Lebensmittel. Und wir sind als Bürgerinnen und Bürger gefordert, das, was uns hier zusammengeführt hat, vor Ort weiterzuführen, die Partnerschaften vor Ort auszubauen. Gemeinsam sind wir stark. Die Bewegung von unten, sie muss wachsen. Wir werden sie mit einer Demo diese Politik nicht verändern. Denn gegen uns stehen die Milliarden des Agrobusiness. Aber es müssen die Millionen Menschen zusammenfinden, um eine andere Politik durchzusetzen. Eine Politik, in der wir anständig mit Bauern umgehen, mit Tieren und mit der Landschaft, und der wir auch unseren Bäuerinnen und Bauern ihre Würde zurückgeben, die sie verdient haben. Ich danke Ihnen.